So, wie versprochen, wie ihr auch schon seht, nächste Pack wird aufgemacht. In erster Linie wollte ich mich schon mal an denen für alle die bedanken, die meinen Kanal schon abonniert haben. Wir sind jetzt bei 73 Abonnenten, also es geht richtig schnell nach oben derzeit, also für meine Verhältnisse. Klar, in Montana Black wird hier die Zahlen, da wird er drüber lachen, aber da wir klein sind, bin ich froh über jeden, der abonniert. Also wenn du noch kein Abo dagelassen hast, wäre jetzt die Chance dazu. Und wie gesagt, wir wissen ja, bei neuen Zahlen, ja, bei 90 Abonnenten kommt die neunte Zahl hinzu, bei 100 die zehnte und damit rückt ihr den 10 Euro immer näher. Aber dazu habe ich ja in der Videobeschreibung ein extra Video gemacht, wie ihr den Code knacken könnt. Einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ich packe jetzt hier erstmal aus. Holo noch nicht gesehen. Die Holo ist ganz unten. So, in diesem Booster Pack ist drin 6 Packs und eine Holo-Karte. Machen wir erstmal den hier, den hier, den hier und den hier. Und wir haben Heidi. Heidi! Heidi als Holo-Karte. Das sind 220, die habe ich definitiv auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, was sie wert ist. Ich meine, ich könnte mal gerade ganz schnell nachgucken. Heidi. Was habe ich gesagt? Welche Nummer? 220. Mit dem Brem. Ja. Muss man mal Fortnite suchen. Jetzt kommt nämlich irgendein Schrott bei raus. Okay. Also auf eBay direkt geht sie derzeit für 25 Euro. Aber man kann sie auch per Sofortkauf machen. Bei den Händlern ist es so bei 6, 7 Euro. Also gar nicht mal so schlecht die Karte. So, das war das. Lassen wir die schon mal hier liegen. So, dass ihr auch seht. Und wie gesagt, ich werde mir diese einzelnen Packs nicht kaufen. Also ich habe festgestellt, bei uns in Koblenz, so langsam gehen die Boosterboxen aus. Also fast keiner hat sie mehr. Aber ich empfehle euch halt echt, kauft euch entweder die Tinbox, irgendeine Megabox, aber wo definitiv eine Holo mit drin ist. Auch wenn es nur eine Epic ist, aber gebt den einen Euro mehr aus, wenn ihr euch ausrechnet. Klar, ich habe jetzt 13 Euro noch was bezahlt, habt nur 6 Packs, aber habt die Karte bekommen. Und für einen Euro, ihr bekommt die Karte für 2 Euro bei eBay Kleinanzeigen locker los. Also im Prinzip habe ich genau dasselbe, aber habe immer noch die Chance auf eine Epic als Holo-Karte. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Ich habe geguckt, unter den ersten 200 fehlen mir jetzt noch um die 50 Karten. So, ich versuche die jetzt mal hier rauszuziehen. Ich will die Karte eigentlich nie sehen. Warte, mal so, ich sehe gar nichts. Ich gucke nicht hin. Hier um die Ecke und so rumdrehen. So. Dann haben wir hier einmal Search and Green Clover 140. Meine ich habe ich aber schon. Dann haben wir den Red No Stranger 124. Dann Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und leider auch nur eine Rare-Karte Midnight Ops. Aber ich glaube, den habe ich noch nicht. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe halt nur, dass ich über 200 Karten bekomme. Weil unter 200, die sind langsam, aber sicher nichts mehr wert. So. Oh nein, nein. Der School Ranger. Habe ich gestern erst getauscht, aber dann habe ich ihn halt jetzt wieder. Deshalb, mich schreiben halt auch viele bei eBay Kleinanzeigen an, ja, die Karte willst du ja bestimmt nicht tauschen. Ich sag mal so, wenn ich sie doppelt habe, warum nicht? Weil die unter 200 sind derzeit einfach nichts wert. So, dann haben wir hier einfach der Petty Wrecker. Ist natürlich auch nichts wert. Dann haben wir hier die Trumgun 139. Dann haben wir hier einen Ladebildschirm Nummer 15. Da bin ich mit. Ah, doch, die, ich glaube, die habe ich. Dann haben wir Ladebildschirm die Nummer 74. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Ja, die Doppelten werden natürlich jetzt deutlich mehr. Aber ist auch nicht schlimm, habe ich mehr zum Tauschen. Dann die Nummer 23. Und hier haben wir den School Ranger. Der School Ranger lässt sich eigentlich immer gut handeln. Kann man immer gut mit irgendwo reinpacken. Von daher ist das nicht so schlecht, weil alle sagen immer, ja, den willst du bestimmt nicht tauschen. So. Abstrakt. Epic. Epic. 200er. Sehr schön.
Das ist schon mal gut. Also die zwei Karten lohnen sich definitiv schon mal. Dann gehen wir mal hier vorne hin. Da haben wir die Hunting Riffle mit 103. Das ist aber uninteressant. Dann haben wir die 149 Whistle Warrior. Ist aber jetzt natürlich auch nicht mehr so interessant, nachdem wir eine Epic haben. Dann die Nummer 68, ein Ladebildschirm. Den haben wir aber definitiv noch nicht. Das ist schon mal gut. Und dann der nächste Ladebildschirm, die Nummer 9. Habe ich definitiv auch, weil ich weiß, dass ich im Sammelheft die erste Seite voll habe. Dann haben wir die 160 Brit Bomber. So, dann haben wir schon die Hälfte. Eine Epic, eine relativ gute Rare-Karte, die sehr gefragt ist. Aber eine Holo wäre mal nicht schlecht, weil in den Packs selber, ich gucke hier nicht hin, ihr seht schon was, ich sehe noch gar nichts. So, hier auf Seite schmeißen. So, jetzt darf ich hingucken. Dann haben wir hier die 141 Star Spangled Ranger. Aber die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Die sagt mir nämlich gar nichts. Dann Dominator 125. Müsste ich, glaube ich, schon haben. Dann ein Ladebildschirm, den ich definitiv nicht habe, weil das Bild sagt mir gar nichts. Oh. Ah, doch, die habe ich gestern getauscht bekommen. Doch, weil die ersten 9 habe ich definitiv voll. So, dann haben wir noch ein Ladebildschirm. Das ist die 82, aber auch nichts Besonderes. Dann haben wir einen Ladebildschirm, den ich aber definitiv nicht habe. Das ist die Nummer 28. Und ja, unsere besondere Karte in dem Pack, der 11 mit der Nummer 165. So, dann sind es nur noch zwei Packs. Also manchmal, ich könnte doch mal zeigen. Ich habe wieder hingeguckt. Der Fischkopf. Also wieder keine über 200. So, dann haben wir hier die Tactical Shotgun, die Nummer 107. Dann haben wir hier die Hantel, die Exercise mit 146. Und dann haben wir wieder eine Checkliste, die 98. Dann haben wir ein Ladebildschirm Nummer 53. Ja, so sieht es inzwischen aus. Sind da zwei drin? Ach, da sind zwei. Das ist halt der Assi-Move. Wenn andere am Bauen sind und man mischt sich ein. Mache ich aber auch gerne. Dann der nächste Ladebildschirm, die Nummer 40. Ja, mit dem Scharfstellen, da muss ich mich entschuldigen, aber dafür kann ich leider nichts, beziehungsweise, oder ich kriege die Kamera nicht richtig eingestellt. So, dann haben wir hier halt die 187, der Fishstick. Ist auch relativ beliebt, also wird auch oft angefragt, ob ich die tauschen will. So, ich gucke nicht hin, ich habe nur gesehen, es ist eine orangene Karte. Ich drehe es aber jetzt um. Schön an die Decke gucken. So, ich glaube, sie habe ich noch nicht. Sicher bin ich mir bereits. Oder? Doch, habe ich. Das ist die 120 Bullseye. Dann eine Pickaxe. Die Trumbi, die 112, die haben wir definitiv. Dann haben wir den nächsten Ladebildschirm. Den habe ich, glaube ich, definitiv nicht. Weil ich könnte mich erinnern, wenn ich da zwei Kürbisse hätte. Das ist die Nummer 43. Ja, ich sehe da oben schon. Ach, mal gucken, was es ist. Ihr wisst es schon, ich noch nicht. Das ist die Nummer 69. Auch ein Ladebildschirm. So, wir gucken hin. Ah, nur der Hyperion 173 habe ich gerade erst im Briefumschlag gepackt zum Tauschen, aber ist nicht schlimm. Ist auch ziemlich gefragt. Dann haben wir ein Ladebildschirm noch die Nummer 10 mit dem School Ranger. So, die Ausbeute aus den Packs würde ich sagen bescheiden. Heidi als Holo-Karte. Ich lasse die immer in der Verpackung. Schreibt mir in die Kommentare, lasst ihr die in der Folie drin oder holt ihr die raus? Weil ich weiß ja, irgendwie stört mich diese Folie. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich meine, so kommt nichts dran. Aber mich stört da echt die Folie irgendwie. Keine Ahnung. Dann haben wir halt den School Ranger. Und hier die einzigste Airpack, die wir jetzt haben aus 6 Packs, der Abstrakt. Also es war nicht so besonders. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, Like-Button vergewaltigt mich einfach. Einfach immer liken. Weil ihr wisst ja selber, die Karten sind wirklich relativ teuer. Ich meine, der ganze Spaß hier hat jetzt 15 Euro gekostet. Grob gesagt. Und im Prinzip, was habe ich davon? Ich glaube, hier kriege ich keine 15 Euro raus. Vielleicht mit der Holo-Karte, ja. Aber da müssen wir halt mal gucken.
Also, wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Schreibt einfach mal was in die Kommentare, was ihr so mit den Packs macht, was ihr generell mit den Karten vorhabt. Sammelt ihr die, tauscht ihr die oder wollt ihr damit einfach nur Gewinn machen, wenn zum Beispiel Season 2 rauskommt? In dem Sinne, und wenn du noch kein Abonnent bist, dann lass gerne noch ein Abo da. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.